Profitänzerin Renata Lusin gehört seit Jahren fest zur Let's Dance-Familie. Doch dieses Jahr müssen die Fans wieder auf sie verzichten. Sie und ihr Ehemann Valentin Lusin erwarten nämlich ihr erstes Kind. Trotzdem fiebert die 36-Jährige aktuell mit den Kandidaten mit und verpasst keine Show. Wir haben die hochschwangere Tänzerin auf dem roten Teppich der Premiere von Cirque du Soleil in Düsseldorf getroffen und nachgehorcht, was sie denn von der diesjährigen Let's Dance Staffel hält. Unserer Redaktion verrät sie, wer ihr heimlicher Favorit ist und was sie an dem Cast so überrascht. Let's Dance Star Renata Lusin vermisst das Tanzen. Lang ist es her, dass die Let's Dance Fans Renata Lusin auf dem Parkett gesehen haben. Das letzte Mal war sie gemeinsam mit Christian Polans bei der Profi-Challenge 2022 als Tänzerin dabei. Danach hat sie sich zurückgezogen und sich auf die Familienplanung konzentriert. Doch die Pause fällt ihr dann doch nicht so leicht, wie gedacht. Im Interview verrät sie, es ist immer ein lachendes und ein weinendes Auge. Natürlich bin ich glücklich, weil ich aus dem schönsten Grund der Welt nicht mitmache. Ich vermisse Let's Dance sehr, aber die Vorfreude auf das Baby überwiegt. Das sind die Spielzeiten des Cirque du Soleil in Düsseldorf-Gerresheim vom 14. März 14. April, Freitag und Samstag, jeweils 16 und 19.30 Uhr. Sonntags jeweils 13.30 und 17 Uhr mittwochs und donnerstags jeweils 19.30 Uhr montags und dienstags ist in der Regel spielfrei. Let's Dance Star Renata Lusin verrät geheimen Favoriten. In Sachen Favoriten dürfte einer wohl ganz oben stehen. Ihr Mann und Profitänzer Valentin Lusin, der aktuell mit der Influencerin Ann-Kathrin Bendixen um den Titel kämpft. Doch darüber hinaus ist ihr auch ein anderer Promi ins Auge gefallen, wie sie erzählt, ich bin sehr überrascht über Toni Bauer. Man kannte ihn vielleicht nicht so, aber er ist so ein Herzensmensch und so eine Überraschung für mich. Anastasia und er als Paar sind so offen und herzlich. Wahnsinn, wie toll er auch mit seiner Krankheit umgeht. Ich hatte ja auch Matthias Mester, mit dem ich getanzt habe. Ich weiß, was das bedeutet, wenn man einen Partner mit Handicap hat. Das ist für mich das Überraschungspaar in diesem Jahr. Doch nicht nur der Duisburger Comedian Toni Bauer ist aus ihrer Sicht ein ernstzunehmender Anwärter auf den Sieg. Ansonsten sind dieses Jahr wahnsinnig starke Männer dabei. Das hat es bei Let's Dance, glaube ich, noch nie gegeben, so Renata Lusin. Wer weiß, ob dieses Jahr vielleicht wirklich ein Mann, Dancing Star 2024, wird.